So, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, heute mal ein bisschen kürzer und im T-Shirt, weil ich gerade mein Wind mit offenen Fenstern, weil ich gerade mein Auto aus der Werkstatt hole. Ja, wichtigstes Thema heute, 2000 Abos. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Deshalb möchte ich auch mich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig abonniert habt und Interesse für den Kanal habt. Interesse ist ja meistens, das ist ja nicht bloß Problem bei mir, Interesse ist meistens ja noch ein bisschen größer, weil auch bei vielen Kanälen es ja so ist, dass die meisten, die die Videos gucken, nicht abonnieren. Ja, ist halt so. Deshalb ist das Interesse ja noch viel größer als die 2000 Abonnenten. Ich hätte es auch ganz gern gehabt, also ich will jetzt euch nicht ausmeckern, ich habe mich ja gerade bei euch bedankt. Ich hätte es gern gehabt, dass also zum 200. Video, ich weiß gar nicht bei wie viel, ich bin jetzt bei 205 oder 210, also ich habe die letzten nicht nummeriert, das muss ich mal noch machen. Beim 200. Video den 2000. Abonnenten, das hätte ich gern gehabt, aber es ist ja so, dass es im Sommer immer ein bisschen nachlässt, weil aus der Gartenbahn dann mal irgendwelche Aktivitäten macht, die eher mit was mit draußen zu tun haben. Und da ist bestenfalls noch die Gartenbahn aktuell, das gibt es ja bei mir als nicht als Content. Ja, und jetzt muss ich mal hier irgendwas anschalten, das geht so nicht, es ist irgendwie ein bisschen warm in meinem Auto. Ja, jetzt haben wir ein wunderschönes Rauschen im Video von der Klimaanlage. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, was sind so die nächsten Projekte? Im Moment ist erstmal so ein bisschen Sommerpause. Also ihr hattet jetzt, ich weiß noch gar nicht, wann das Video jetzt rauskommt. Also ihr hattet jetzt am Freitag, am letzten Freitag, wahrscheinlich auch am vorletzten, kein Video. Das liegt einfach daran, dass ich auch ein bisschen Sommerpause mache. Ich hatte die ganzen Glockenburg-Videos vorproduziert und wir werden da aber nochmal was machen zu Glockenburg. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen. Ursprünglich wollte ich das als Livestream bringen. Aber ich habe leider das Problem, seitdem ich mal Corona hatte, und genau, wahrscheinlich hatte ich es sogar zweimal, habe ich so ein bisschen Wortfindungsstörungen. Und das macht sich beim Livestream nicht so gut, wenn man dann ständig hier nach der Formulierung sucht. Deshalb habe ich mich noch nicht so richtig getraut. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, ansonsten gibt es ein paar Termine. Jetzt noch im August ist in Chemnitz Heizhausfest. Das müsste letztes oder vorletztes Augustwochenende sein. Ja, also da möchte ich gerne hin, wahrscheinlich auch schon am Freitag. Da werde ich auch versuchen, mit dem Zug zu fahren, weil es dort sehr, sehr schlecht mit Parkplätzen ist. Der Parkplatz ist zwar relativ groß, aber er ist in traumhaft kurzer Zeit voll. Und dann muss man sich halt dort in der Umgebung irgendwas suchen. Und das ist nicht einfach dort. Also wer es irgendwie schafft, mit Zug anzureisen, das ist gerade ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob die dann wieder hier die. Also ich war jetzt so, glaube ich, 2 Jahre nicht dort. Es wurde mal wieder Zeit. Ja, müssen wir mal schauen, was da läuft. Ja, das ist August. Im September ist jetzt meines Wissens nichts. Dann ist aber der Oktober vollgestopft. Als erstes mit der Messe in Leipzig, also Messe Modell und Hobby.
da wird wahrscheinlich am Samstag oder auch am Freitag, das weiß ich noch nicht, wann ich da dort erscheine. Dort kann man, also auch in Chemnitz kann man sich natürlich auch mal treffen, wenn da irgendwer Lust und Laune hat. Das gleiche gilt auch für die Messe. Wobei ich natürlich dann dort auch versuche, ein bisschen in Bewegung zu sein, weil ich muss ja wieder Video abliefern. Die Messevideos, die sind richtig gut, also die sind gut angekommen immer. Da haben sehr, sehr viele sich dafür interessiert und die haben viele, viele Klicks gekriegt. Ja, das ist, also das hat scheinbar den Leuten gefallen, deshalb würde ich da ungern drauf verzichten. Es ist schade, dass ich die Messe in Dresden dieses Jahr nicht, das ist noch irgendwie, keine Ahnung, ob da war irgendwas anderes oder ich war krank oder irgendwas war da. Jedenfalls habe ich die Messe in Dresden leider ausfallen lassen müssen. Ja, dann ist die Woche drauf Ausstellung in Brno. Brno ist, gibt es ja mehrere in Deutschland, ne? Also das ist das Brno im Süden von Leipzig, was früher mal, oder heute ist glaube ich noch halbe Kreisstadt, ne? Der Landkreis Leipzig, da teilen sich ja Krimmer und Brno so ein bisschen in die Haupt-, die Kreisstadtpflichten. So, wie ich das mitbekommen habe. Also dort ist Ausstellung. Das ist dann sozusagen das zweite Wochenende im Oktober. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen. Ich führe dann wieder irgendwas Landschaftsbaumäßiges vor, wahrscheinlich begrasen oder ich hatte auch mal überlegt, vielleicht mache ich mal Bäume bauen, das müsste ich vorher mal ausprobieren. So auf die Kalte ist das vielleicht auch nicht so für einen Erfolg gekrönt, wahrscheinlich. Ja, wobei, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht sagen, das Niveau ist jetzt nicht. Es ist eine sehr schöne, kleine, lokale Ausstellung, aber es ist eben nicht jetzt die Klientel, die jetzt hier den Laden mit Silfloor leer kauft. Ne? Also es sind einfachere Techniken. So, das heißt, wenn ich dort Bäume baue mit einem Graser, bin ich wahrscheinlich was Besonderes. Ich hoffe, dass es jetzt mir niemand übel nimmt aus dem Kreis. Es sind schöne Anlagen zu sehen, es ist alles klasse, prima, toll, aber es gibt halt in verschiedenen Ausstellungen Unterschiede. Wer mein Video gesehen hat von Gera, das ist einfach so, von den Anlagen, die da sind, ist es ein bisschen anderes Niveau. Weil das, was in Gera ist, das sind so Leute, die so in ganz Deutschland, habe ich so in ganz Deutschland oder zumindest in ganz Ostdeutschland rumziehen. Während das, was in Brno zu sehen ist, ist so ein kleiner lokaler Kreis, das sieht man nur dort. Also hauptsächlich. Ja. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden Ausstellungen. Ja. Dann ist Fremo-Treffen in Magdeburg. Ja, in Magdeburg ist es dann so, wer gerne sich sowas angucken möchte, der erscheine dort bitte nicht einfach so. Das kann passieren, dass der Weg dann umsonst war. Das hängt immer davon ab, wem ihr da am Eingang trefft und wer euch fragt, wer ihr seid und ob ihr Mitglied im Fremo seid. Na? Das ist immer so, nach Tagesform und nach Person ist das unterschiedlich. Ne? Wer Interesse hat, bitte, also ich denke mal, dass ich mir da ein paar Slots leisten kann und dass ich den einen oder anderen dort mal das Ganze zeigen kann. Ich bin auch ohne Module dort. Das heißt, ich bin ein bisschen freier, auch was so das Video machen angeht. Ich kann dann auch mal die anderen besuchen und ja, das. Und ich kann natürlich auch den einen oder anderen mitnehmen und rumführen. Bitte bei mir melden, nicht dort erscheinen, so einfach. Das ist immer so, weil es ist keine Ausstellung, das ist ein privates, na privat ist nicht, ist ein Verein, aber es ist eine private Veranstaltung, ne? Die jetzt, das ist also für Mitglieder, ne? Da bitte ein bisschen Verständnis haben. Ja, und dann ist, das letzte Wochenende ist dann Ausstellung in Zeuthen, wobei das alles noch nicht klar ist, was da passiert und wie es passiert. Und das ist dieses Jahr ein bisschen anders als sonst. Sonst war da dann immer
ist das Wochenende zumindest, war dann Erststellung. Es ist jetzt die Rede von einem Tag der offenen Tür, das möglicherweise auch für nur für Stunden. Also das da bitte den, wer also den Kanal immer schlecht gelaunt noch nicht abonniert hat, der sollte das schnellstens tun. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ihn alle kennt. Wer ihn nicht kennt, einfach immer schlecht gelaunt bei YouTube eintippen. Lohnt sich auf jeden Fall, ne? Weil der hat auch so ein bisschen, also wie so manch anderer, so ein bisschen auch so Talent, das so alles ein bisschen ironisch rüberzubringen, vor allem selbstironisch. Und ja, und das ist so seine besondere Art. Er baut viel Lokomotiven, irgendwelche Bausätze und aber nicht nur, auch man macht dann auch was anderes. Und es wird bei ihm dann, wenn es zu Zeuthen irgendwas gibt, dann habt ihr es bei ihm aus erster Hand. Ja, jetzt bin ich hier zu Hause angekommen. Ist ein bisschen kürzer heute, das kommt euch vielleicht entgegen, wenn ich nicht so lange quassle. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus und denkt dran, also mit 2000 Abonnenten muss ja nicht Schluss sein. Ja, also wer noch nicht abonniert hat, der kann das gerne nachholen. Das tut im Normalfall nicht weh. Na? Und ja, ansonsten guckt doch mal rein auf meinem Kanal. Also wer jetzt hier irgendwo reingerutscht ist und der noch nicht kennt. Ja, schönen Abend, macht was draus.